Horoskop für den 19. Februar 2024 für alle Tierkreiszeichen. Viel Spaß beim Anschauen. Horoskop für heute für Widder. Männer sollten heute an ihre Gesundheit denken, aktive Erholung im Freien ist genau das, was Widder jetzt brauchen. Ein solcher Urlaub wird ihnen eine Ladung von Kraft und bereiten den Körper für harte Arbeit. Frauen haben alle Chancen, ihr Geschäft auszubauen, neue Einnahmequellen zu finden. Die Hauptsache ist, dass du deinen Ideen treu bleibst und den Bösewichten keine Chance gibst, dein Leben zu verderben. Widderhoroskop für Männer. Widder, unter keinen Umständen nicht brauchen, um über Beziehungen herauszufinden. Vermeiden Sie kontroverse Situationen, heute werden Sie nicht in der Lage sein, zu gewinnen oder sich selbst Recht zu geben. Ihre Enttäuschung wird nicht leicht zu ertragen sein. Wenn Sie in der Öffentlichkeit arbeiten, sollten Sie nicht vergessen, dass Sie es für die Menschen tun, und es ist sehr wichtig, Ihre Meinung zu hören, Sie sollten nicht alles nur auf der Grundlage Ihrer Wünsche tun. Widderhoroskop für die Frau. Ein Tag, der für Widder geeignet ist, um große Geldinvestitionen und Anschaffungen zu tätigen. Die finanzielle Seite des Problems sind Sie auf der Oberseite, werden Sie in der Lage sein, aus jeder Situation wichtig für Sie und vor allem zu bekommen, um einen Gewinn zu machen. Einflussreiche Freunde und Bekannte können ebenfalls zur Entwicklung Ihres Unternehmens beitragen, weil sie Ihnen vertrauen. Versuchen Sie, Ihren Erwartungen gerecht zu werden. Widder Liebeshoroskop. Heute werden sogar Ihre Mitmenschen Ihren unglaublichen Wunsch spüren, Liebe zu finden und eine romantische Beziehung aufzubauen. Vom Widder gehen solche Schwingungen aus, dass Träume bald in Erfüllung gehen werden. Gleichzeitig sollten Sie sich aber nicht kopfüber in die Gefühle stürzen, wenn Sie die Person noch nicht gut kennen. Eine solche Bindung kann zu schweren Enttäuschungen führen. Horoskop für heute für Stier. Frauen in dieser Zeit wollen irgendwie herausragen. Dies ist aufgrund der Tatsache, dass es nur wenige angenehme Ereignisse im Leben und angesammelte Müdigkeit schiebt Taurus zu außergewöhnlichen Aktionen. Männer werden heute alle mit ihren spontanen Aktionen überraschen, und es wird sich anfühlen, als ob alles im Voraus geplant ist, so dass sie die Situation spüren werden. Stierhoroskop für Männer. Viel Glück erwartet Stiermänner, die im Journalismus, in der Forschung oder beim Schreiben von Büchern tätig sind. Ihre Kreativität wird ihre Anerkennung finden, sie werden Gleichgesinnte haben, mit deren Hilfe sie große Erfolge erzielen werden. In der Familie sind kleine Schwierigkeiten zu erwarten, aber alle diese Probleme sind leicht zu lösen. Stierhoroskop für die Frau. Stier erwartet einen leichten, günstigen Tag. Die Hauptsache ist, dass Sie die Lösung komplexer Probleme aufschieben. Lassen Sie heute Zeit für Ruhe, Sie müssen Lebensenergie auftanken. Sie sollten auch alten Groll loslassen und Beziehungen zu geliebten Menschen aufbauen. Das wird ein Gefühl der Zufriedenheit und des Seelenfriedens in Ihr Leben bringen. Stier Liebeshoroskop. Heute haben Stiere alle Chancen, Ihr Privatleben zu verbessern. Die Kälte in der Beziehung wird verschwinden, das gegenseitige Verständnis wird zurückkehren. Verbringen Sie so viel Zeit wie möglich miteinander, reden Sie, finden Sie eine gemeinsame Sache, die Sie noch mehr zusammenbringen wird. Nur so werden Sie in der Lage sein, die verblassten Gefühle wieder aufleben zu lassen. Erinnern Sie sich an vergangene Fehler und machen Sie sie nicht wieder. Horoskop für heute für Zwillinge. Für Singles gibt es alle Chancen, in einer neuen Bekanntschaft das zu finden, was man so sehr vermisst, die Liebe. Zwillinge erwarten eine stürmische Romanze, die ziemlich lange andauern wird. Auch die finanzielle Seite der Angelegenheit wird ganz oben stehen. Alle Geschäfte, die Sie heute abschließen, werden Ihnen erhebliche Vorteile bringen. Das Glück wird Sie lange Zeit begleiten. Zwillinge-Horoskop für Männer. Der Tag für Zwillinge-Männer ist nicht allzu günstig. Seien Sie vorsichtig, um sich nicht zu verletzen. Schränken Sie Kraftsportarten ein. Seien Sie beim Autofahren besonders vorsichtig und lassen Sie sich nicht von Gesprächen ablenken. Lernen Sie, sich zu entspannen und sich von der Arbeit abzulenken. Es lohnt sich auch, diese von Ihrem Privatleben zu trennen, sonst sind Sie irgendwann allein. Zwillinge-Horoskop für die Frau. Das Lebenspotenzial der Zwillinge ist auf dem niedrigsten Stand, gesundheitliche Probleme und Kopfschmerzen sind möglich. Gönnen Sie Ihrem Körper unbedingt eine Pause und beginnen Sie, Ihr Immunsystem zu stärken. Die Wahrscheinlichkeit einer Erkältung ist hoch. Ignorieren Sie nicht die Empfehlungen der Ärzte. Versuchen Sie, in die Natur zu gehen, verbringen Sie mehr Zeit mit Ihren Kindern. Liebeshoroskop für Zwillinge. Heute werden die Zwillinge vielleicht von Eifersucht gequält. Höchstwahrscheinlich fühlen Sie sich auf der Ebene der Intuition falsch.
Beruhigen Sie sich und überlegen Sie, welche drastischen Maßnahmen Sie zu ergreifen bereit sind, ob Sie bereit sind, sich von Ihrem geliebten Menschen zu trennen. Versuchen Sie, etwas Neues in Ihre Beziehung zu bringen, machen Sie eine Reise, verbringen Sie Zeit miteinander, das wird die frühere Leidenschaft wecken. Horoskop für heute für Krebs. Männer heute erwarten Enttäuschung, da die gewünschten Pläne sind nicht dazu bestimmt, wahr werden. Seien Sie nicht verärgert, wird eine Menge Zeit für diese Fälle, die Sie ständig verschoben, zu befreien. Frauen erwarten angenehme Begegnungen und eine neue Bekanntschaft, die viel Glück im Geschäft bringen kann. Durch gemeinsame Anstrengungen wird Raki in der Lage sein, zusätzliches Geld zu verdienen. Krebshoroskop für Männer. Krebse haben einen tollen Job, den sie gut kennen. Im Prinzip passt alles im Leben zu ihnen, aber das ist kein Grund, in der Selbstentfaltung stehen zu bleiben. Es erwarten Sie hervorragende Aussichten. Die kommenden Schwierigkeiten werden Sie nur geringfügig beeinträchtigen, also machen Sie sich keine Sorgen. Es beginnt ein sehr günstiger Lebensabschnitt. Krebshoroskop für die Frau. Heute könnte Ihr Egoismus sogar enge Freunde von Ihnen wegstoßen. Es gibt Zeiten, in denen Sie in keiner Weise zimperlich sind, um aus schwierigen Situationen als Siegerin hervorzugehen. Krebse sollten wohlwollender sein, manchmal nachgeben können und vor allem in der Lage sein, schön zu verlieren. Es gibt keinen Grund, sich zu Beleidigungen herabzulassen. Krebs-Liebeshoroskop. Es ist wahrscheinlich, dass das Schicksal beschlossen hat, die Stärke der Beziehung des Krebses zu testen. Lassen Sie keine Außenstehenden in Ihre Familie, teilen Sie Ihre Freuden und Probleme mit anderen. Nicht alle Menschen sympathisieren mit Ihnen oder freuen sich mit Ihnen. Kritiker, die genug über Ihre Familie wissen, können einen Samen des Zweifels in Ihre Beziehung pflanzen. Horoskop für heute für den Löwen. Heute werden die Löwen einen gewöhnlichen Tag haben, Routinearbeit. Versuchen Sie, ein Maximum an Verständnis für Ihre Lieben zu zeigen, sonst kleine Missverständnisse können in einen großen Konflikt wachsen. Am Abend sollten Sie nicht zu Hause bleiben, gehen Sie zu einem Treffen mit Freunden. Eine tolle Zeit ist garantiert. Sie werden sich gut erholen. Horoskop Löwe männlich. Löwen brauchen heute Selbstvertrauen, die Abhängigkeit von der Meinung anderer Menschen wird sie mehr denn je behindern. Lernen Sie, die Dinge so zu tun, wie es für Sie günstig und bequem ist. Verteidigen Sie Ihren Standpunkt und achten Sie weniger darauf, wie Ihr Umfeld ihn wahrnimmt. Löwe-Horoskop für die Frau. Die Reaktionsfreudigkeit von Löwen wird schließlich als Verdienst gewürdigt werden. Viele angenehme Momente, Aufmerksamkeit von Freunden, Fürsorge erwartet Sie. Heute werden Sie in Aufmerksamkeit gebadet und erhalten viele Geschenke und Überraschungen. Sie sollten nicht schüchtern und besorgt sein. Dies ist durchaus verdient, um Sie Haltung, aufrichtigen Impuls der Menschen, die Sie geholfen. Löwe-Liebeshoroskop. Der heutige Tag birgt eine Menge Versuchungen für Löwen. Seien Sie wachsam und zeigen Sie maximale Charakterfestigkeit. Irgendwann werden Sie den Eindruck haben, dass Sie verliebt sind und bereit sind, sich für einen Mann am Ende der Welt zu entscheiden. Täuschen Sie sich nicht, es wird nicht lange dauern. Wegen einer kurzfristigen Affäre können Sie eine starke Beziehung und Vertrauen verlieren. Jungfrau-Horoskop für heute. Viele Schwierigkeiten, die der Jungfrau in die Quere kommen, können Ihr Selbstvertrauen wirklich untergraben. Versuchen Sie, von diesen abzuschalten. Verschieben Sie Ihre Entscheidung auf bessere Zeiten. Verschließen Sie sich nicht vor geliebten Menschen, teilen Sie Ihre Sorgen mit ihnen. Es liegt in Ihrer Macht, ihnen nicht nur mit Rat, sondern auch mit Taten zu helfen. Jungfrau-Horoskop für Männer. Jungfrau-Männer werden heute unglaubliche Anstrengungen unternehmen müssen, um ein ruhiges Gemüt zu bewahren. Konfliktsituationen im Laufe des Tages können Sie wütend machen, und die Negativität in Ihre Richtung wird wahrscheinlich von engen Freunden oder sogar Verwandten kommen. Sie sollten sich davon ablenken. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Wünsche, gehen Sie spazieren, lesen Sie Bücher, versuchen Sie zu entspannen. Jungfrau-Horoskop für Jungfrau-Frauen. Jungfrauen erwartet ein toller Tag. Geschenke und Überraschungen werden heute wie aus einem Füllhorn auf Sie fallen. Glück im Geschäft wird Ihre Glaubwürdigkeit in den Augen von Management und Kollegen erhöhen. Sie sollten die Grenzen des Anstands nicht überschreiten. Extravagante Aktionen können Sie in eine zweideutige Lage bringen und Ihren Ruf ruinieren, seien Sie also vorsichtig. Jungfrau-Liebeshoroskop. Ein sehr günstiger Tag für Jungfrauen, um persönliche Probleme zu lösen. Hervorragende Zeit für Eheschließungen, den Beginn einer romantischen Beziehung, die Planung einer Schwangerschaft. Beleidigungen und Missverständnisse lassen sich leicht durch ein zwangloses Gespräch ausräumen.
Liebende, die am Rande der Trennung stehen, können heute eine zweite Chance bekommen, eine Beziehung aufzubauen. Horoskop für Waage. Was immer Männer heute unternehmen, der Erfolg erwartet sie. Der einzige Rat an die Waage ist, nicht von konventionellen Normen abweichen und zeigen ein wenig Mitgefühl bei der Erreichung ihrer Ziele, sollten sie nicht Hals über Kopf gehen. Frauen werden ein ähnliches Gefühl wie bei der ersten Liebe erleben, sie werden von der Lust auf ein romantisches Abenteuer angetrieben, aber machen sie sich keine großen Hoffnungen auf diese Leidenschaft. Horoskop Waagemann. Den ganzen Tag über wird die Waage in bester Stimmung sein. Trotz kleiner Schwierigkeiten werden sie in der Lage sein, alles zu überwinden. Heute ist es eine ausgezeichnete Lösung, Veranstaltungen zu planen, die von Zeit zu Zeit verschoben worden sind. Es wird möglich sein, bei ihren Entscheidungen keinen einzigen Fehler zu machen. Die Menschen werden dich um Rat fragen. Weigern sie sich nicht, anderen zu helfen, sie werden hundertfach belohnt werden. Waage-Horoskop für die Frau. Die heutige Aktivität der Waage kann auf Schritt und Tritt auftretende Probleme auslöschen. Deshalb, egal wie sehr sie sich bemühen, das Ergebnis wird nicht erreicht werden. Sie sollten nicht einmal versuchen, heute. Machen Sie sich an die Planung, berechnen Sie alle komplexen Situationen, studieren Sie Informationen. Analytischer Verstand und Intuition werden Ihnen helfen, einen Ausweg zu finden. Waage Liebeshoroskop. Die Waage wird einen großartigen Tag erleben. Ihre Wünsche und Pläne werden sich erfüllen. Sie werden in der Lage sein, Erfolg zu haben. Ihr persönliches Leben wird sich verändern, treffen Sie einen Mann, der das Feuer der Liebe in Ihnen wecken wird. Sie sollten nicht widerstehen Gefühle, ist es wahrscheinlich, dass Sie eine lange und glückliche Beziehung zu haben. Horoskop für heute für Skorpion. Für Männer ist es heute leicht, Gleichgesinnte zu finden. Die Gedanken und Ideen der Skorpione sprudeln nur so heraus. Durch gemeinsame Anstrengungen kann man viel erreichen. Gemeinsame Arbeit wird erfolgreich sein. Ihre Meinung ist für andere sehr maßgebend. Frauen haben heute vielleicht Sympathie, Hobbys, aber erwarten Sie nichts von diesem Treffen, nichts Ernstes wird nicht klappen. Horoskop für Skorpionmänner. Skorpione sind in ihrer Arbeit sehr erfolgreich gewesen. Sie sollten innehalten, ihre derzeitige Situation bewerten und sich mit der Planung neuer Dinge beschäftigen. In ihrem Schicksal stehen große Veränderungen an, sowohl in ihrem Privatleben als auch in ihren beruflichen Aktivitäten. Sie sollten sich gründlich darauf vorbereiten. Es könnte zu Missverständnissen mit Freunden kommen, und wenn Sie den Grund dafür kennen, versuchen Sie, ihn zu korrigieren. Horoskop für Skorpionfrauen. Im Skorpion ist eine schwierige Zeit zu erwarten. Viele Probleme werden Sie einfach nicht auf Anhieb lösen können. Versuchen Sie, Ihre emotionalen Ausbrüche zu kontrollieren, sonst könnten sich die Reihen Ihrer Kritiker wieder füllen. Es ist an der Zeit, zumindest für eine Weile die Umgebung zu wechseln, sei es auch nur ein Kurztrip oder ein einfacher Ausflug mit einem großen Unternehmen außerhalb der Stadt. Liebeshoroskop für Skorpion. Heute ist den Skorpionen alles erlaubt. Seien Sie frei und verspielt, scheuen Sie sich nicht, Ihre Gefühle zu zeigen und Mitgefühl zu zeigen. Sie haben eine so anziehende Energie, dass man Ihnen alles verzeihen wird, was Sie tun. Sie werden von der Aufmerksamkeit des anderen Geschlechts umgeben sein, aber sie werden nicht zufrieden sein. Du bist fest entschlossen, die Liebe zu finden, und früher oder später wirst du es auch. Horoskop für heute für Schütze. Es ist an der Zeit, ihre Geschäfte zu erledigen, die sie ständig aufgeschoben haben. Schütze sollten nicht zu Hause bleiben. Vor ihnen liegt ein erfolgreiches Wochenende, das hell und intensiv sein wird. Ein solcher Zeitvertreib wird dir Inspiration geben. Bleiben Sie nicht vor Schwierigkeiten stehen, das Glück ist auf Ihrer Seite. Horoskop für Schützemann. Unvernünftige Erwartungen von Schützen können heute in einer Reihe von Konfliktsituationen enden. Vor Überarbeitung sollte man sich hüten, denn sie ist mit einer schlechten Gesundheit verbunden. Unangenehme Momente bei der Arbeit muss man nicht mit nach Hause nehmen und die schlechte Laune auf seine Lieben übertragen. Sie sollten in die Natur gehen, einen Spaziergang machen, frische Luft atmen, können Sie sogar mit einem großen Unternehmen. Horoskop für Schützefrau. Ein sehr schwieriger Tag für die Kommunikation bei den Schützinnen. Es wird sehr schwierig für sie sein, einfache Wahrheiten zu erklären, selbst Menschen, die sie schon lange kennen. Konflikte und unangenehme Situationen werden sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, aber zumindest sollten sie ihr Gesicht nicht verlieren. Lassen sie sich nicht zu Beleidigungen und kleinlichen Nörgeleien herab, die persönliche Momente betreffen. Schütze Liebeshoroskop. Es ist an der Zeit, alte Kränkungen loszuwerden und nicht mehr in die Vergangenheit zurückzugehen, die viel Schmerz verursacht hat.
Sobald Sie sich dessen bewusst sind, wird eine Person auftauchen, die Sie wirklich interessieren wird. Das Umwerben und Flirten wird den Schützen die Kraft geben, weiterzumachen. Sie sollten die Gefühle in sich selbst nicht auslöschen. Genießen Sie das Leben, Sie haben jede Gelegenheit dazu. Horoskop für heute für Steinbock. Heute sollten Steinböcke niemals ihren Sinn für Humor verlieren. Er wird Ihnen aus vielen unangenehmen Situationen helfen, als Gewinner hervorzugehen. Wenn Sie einsam sind, haben Sie heute alle Chancen, Ihre andere Hälfte zu treffen. Versuchen Sie, mehr an der frischen Luft spazieren zu gehen. Verbringen Sie den Abend in einer lauten Gesellschaft, es wird Ihnen helfen, Energie zu tanken, die Sie für neue Erfolge brauchen. Steinbock-Horoskop für Männer. Vom Morgen an wird man versuchen, Sie zu Emotionen zu bringen, Sie sollten nicht auf die Provokateure eingehen, denn darauf warten Sie nur. Steinböcke, gehen Sie Konflikten aus dem Weg, ziehen Sie gewisse Schlüsse für sich selbst, schlechte Erfahrungen sind auch Erfahrungen. Versuchen Sie in Zukunft, nicht mit Menschen in Kontakt zu kommen, die eine gute Einstellung zu Ihnen nicht zu schätzen wissen. Verbringen Sie den Abend im Kreise der Familie. Steinbock-Horoskop für die Frau. Heute erwartet die Steinböcke ein fruchtbarer Tag. Dafür müssen Sie hart arbeiten, und zwar vor allem körperlich. Hilfe zu warten nirgends, voll und ganz verlassen sich nur auf Ihre eigene Kraft. Beim Treffen von Entscheidungen sollte nicht darüber nachdenken, wie jeder zu gefallen, müssen Sie tun, wie Sie besser und profitabler, dann werden Sie Erfolg haben. Steinbock Liebeshoroskop. Heute ist ein großartiger Tag für Steinböcke, um über die Gründung einer Familie nachzudenken, einem geliebten Menschen ein Angebot zu machen und sogar darüber nachzudenken, ein neues Leben zu beginnen. Was auch immer in bestehenden Familien geschieht, Glück und gegenseitiges Verständnis erwartet Sie in der Zukunft. Dieser Tag kann Ihre innersten Wünsche verwirklichen, nicht nur Ihre eigenen, sondern auch die Ihrer Lieben. Horoskop für heute für Wassermann. Alle unangenehmen Situationen können Sie leicht überwinden, da Sie die Unterstützung von Freunden und Familie hinter sich haben. Sie stehen voll und ganz auf Ihrer Seite und sind bereit, Sie bei allen Ihren Vorhaben zu unterstützen. Danken Sie ihnen hinterher, schenken Sie ihnen Ihre Zeit und helfen Sie ihnen, auch wenn Sie nicht darum gebeten wurden. Wassermann-Horoskop für Männer. Sie haben in Ihrer Arbeit ein so hohes Niveau erreicht, dass es für Sie keine unüberwindbaren Probleme gibt. Wassermänner werden bei der Arbeit sehr hoch geschätzt. Um die Messlatte hochzuhalten, sollten Sie nicht aufhören, sich weiter zu verbessern. Sie sollten Ihren Stolz nicht offen zur Schau stellen und die Verdienste anderer herabsetzen, das kann die Beziehungen zu den Kollegen beeinträchtigen. Wassermann-Horoskop für die Frau. Schon am Morgen werden die Wassermänner von Erfolgen überwältigt sein. Ihr größter Wunsch ist es, neue Höhen zu erobern. Halten Sie sich nicht auf, zeigen Sie Entschlossenheit und Unternehmungsgeist, um Ihre Ziele zu erreichen. Je unkonventioneller die Entscheidungen sind, die Sie treffen, desto erfolgreicher und interessanter ist das Ergebnis. Am Abend werden Sie eine angenehme Begegnung haben, die Sie mit Positivität erfüllen wird. Wassermann Liebeshoroskop. Heute ist eine gute Zeit für Wassermänner, ein persönliches Leben aufzubauen. In der Familie sind Harmonie und gegenseitiges Verständnis zu erwarten. Wenn Sie Single sind, haben Sie heute alle Chancen, im Mittelpunkt zu stehen. Dank Ihrer Lebendigkeit und Ihres Charmes werden die Augen des anderen Geschlechts auf Sie gerichtet sein. Eine flüchtige Bekanntschaft könnte Sie so sehr beeindrucken, dass Sie alles daran setzen werden, die Person, die Ihnen gefällt, für sich zu interessieren. Horoskop für heute für Fische. Heute kann der Unternehmergeist der Fische Ihnen helfen, die gewünschten Höhen zu erreichen. Jede, auch die riskanteste Ihrer Aktionen wird ausgezeichnete Ergebnisse bringen. Die Hauptsache ist, dass Sie an Ihre Stärke glauben. Der Abend wird mit einem angenehmen Treffen enden, das sich zu einem romantischen Date entwickeln wird. Verpassen Sie nicht die Chance, eine Beziehung aufzubauen, so dass ein bisschen Druck Ihnen nicht schaden wird. Horoskop Fische männlich. Fische sollten heute nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Verzichten Sie auf das Autofahren, wenn es keine Möglichkeit dazu gibt, seien Sie beim Fahren äußerst vorsichtig, lassen Sie sich nicht durch Telefongespräche ablenken. Es besteht eine hohe Verletzungsgefahr, die bis zum Abend anhält. Seien Sie heute nicht übermäßig aktiv, es wird nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Fische-Horoskop für die Frau. Was auch immer passiert, Fische, verlieren Sie nicht den Glauben an Ihre Stärke. Tun Sie, was Ihre Intuition Ihnen sagt. Die Hinweise anderer Leute können Sie von der richtigen Richtung abbringen. Sei nicht ein bisschen unvorsichtig, sondern gehe geradewegs auf dein Ziel zu. Die Anstrengungen werden belohnt. In Ihrem Privatleben erwarten Sie gegenseitiges Verständnis und Unterstützung in allem.
Liebeshoroskop für Fische. In naher Zukunft erwarten die Fische romantische Beziehungen und um sie zu finden, werden sie die übliche, unverbindliche Korrespondenz im Internet nutzen. Aber zögern Sie nicht mit dem Treffen, denn Ihre Fantasie kann Ihnen das Bild eines Prinzen oder einer Prinzessin zeichnen, wodurch Sie vielleicht enttäuscht werden. Sie sollten dieser Bekanntschaft eine Chance geben.